Hallo, ich bin's mal wieder. Long time no see. Ich bin heute im schönen Chemnitz bei SCC Spindswirn und ich schaue mir mal an, was SCC so kann. Ja, wir schauen heute mal hinter die Kulissen und ich würde sagen, let's go. Ich bin Julian Reich, ich bin jetzt 17 Jahre alt. Ich mache jetzt meine Ausbildung als Zerspannungsmechaniker im ersten Lehrjahr. Was macht denn ein Zerspannungsmechaniker bei STC? Also er stellt die Bauteile her für die spätere Montage der Maschinen. Zum Beispiel sind es Maschinen, um Kunststofffäden aufzuwickeln auf Rollen wie hier zum Beispiel. Ah ja. Wem würdest du sowas empfehlen? Also was für ein Typ hat hier eine gute Zeit? Was muss man mitbringen vielleicht? Man sollte schon gut in manchen Fächern sein, zum Beispiel Mathe, Informatik braucht man hier viel. Dann sollte man sich auch für so Metallbearbeitung interessieren, für verschiedene Werkstoffe mit den unterschiedlichen Eigenschaften. Aber ganz klar, man sollte Spaß verstehen. Es gibt ganz viele Leute, die ein bisschen Schwierigkeiten haben, sich für einen Ausbildungsberuf zu entscheiden und nicht so klar wissen, was sie machen möchten. Was würdest du denn solchen Schülerinnen und Schülern empfehlen? Ich würde empfehlen, kleine Praktikas vielleicht, nur so 2-3 Tage, um mal in die Firma reinzuschnuppern. Und dann sieht man ja schnell, ob es einem gefällt, ob es Spaß macht oder ob es gar nichts für einen ist. Drüben war es mir zu laut, ich bin jetzt mal in die Montagehalle gekommen. Hier gibt es noch was fürs Auge. Hier werden die Maschinen letztlich montiert. Dafür spreche ich nochmal mit einem Elektroniker, der kann mir das Ganze besser erklären. Und bis der hier ist, könnt ihr mein sexy Schuhwerk bewundern. Ja, ich habe Sicherheitsschuhe an, die brauche ich hier natürlich. Hallo. Hallo, guten Tag. Das ist dein Arbeitsplatz, Sebastian? Genau, das ist mein Arbeitsplatz, die Maschinenabnahme. Was machst du hier? Ich prüfe die Maschinen, bevor sie in den Versand gehen, zum Kunden gehen. Das heißt, die Maschinen werden in der Montage vorher montiert, was Montage auch schon bedeutet. Und dann werden sie hier nochmal geprüft, die ganzen Einstellungen, ob die alle übereinstimmen. Fadenprobe gemacht, ob der Faden dann wirklich auf der Hülse bleibt. Und ja, so dass die Kunden fertig sind. Okay. Wer bist du, dass du das machen kannst? Ich bin Elektroniker für Betriebstechniker. Ich möchte es werden. Ich bin Auszubildender. Und ja, im dritten Lehrjahr. Oder besser gesagt im letzten Lehrjahr. Und ja. Kannst du mir mal an der Maschine ein bisschen zeigen, was du genau machst? Ja, das kann ich kurz zeigen. Wir zum Beispiel haben hier das Bedienpanel. Dadurch können wir die Maschine jederzeit steuern. Dann dazu brauchen wir natürlich auch ein Passwort und ein Kennwort. Benutzername. Schau ich mal weg. Das wäre gut, ja. Ja, über das Bedienpanel kann ich jetzt halt alles an dem Wickel ansteuern, wie zum Beispiel den Rotor drehen. So, den Rotor drehen, die Hülsen zum Beispiel dann abstecken. Dann wieder den Rotor drehen, das Changiergehäuse absenken. Um am Ende zu kontrollieren, die Abstände zum Changiergehäuse, zum Spannfutter. Und das sind so meine Arbeiten. Okay. Das heißt, du prüfst, ob die Maschine gut funktioniert. Genau, so ist es. Und für was für Produkte ist diese Maschine gedacht, gemacht? Jetzt überraschst du mich. Das wäre eine aufgewickelte Spule, zum Beispiel. Und das will der Kunde halt erreichen. Das heißt für die Textilbranche? Für die Textilbranche, genau. So ist es. Darf ich das mal anfassen? Ja. Es gibt dickeren Faden, es gibt dünneren Faden. Ganz unterschiedlich. Das ist ganz schön viel Faden vor allem. Ist das schwer? Ja. Mhm, ja. Schon einiges. Das hat das schon ein paar Kilo. Das ist eigentlich nur eine kleine davon. Okay, krass. Nicht schlecht. Ich kenne das nur in ganz klein für meine Nähmaschine. Thank you.
meine eigenen Schuhe an. So, SCC ist ein super Arbeitgeber. Die bilden Mechatroniker, Industriemechaniker, Zerspannungsmechaniker und Elektriker aus. Das heißt, für jeden ist was dabei. Es beginnt immer im September, also rechtzeitig bewerben. Für alle die, die sich noch nicht ganz sicher sind, die können auch erstmal nur ein Praktikum machen. Und ich habe damit meinen Job erfüllt und fahre jetzt nach Hause. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!